Sehen Sie die Möglichkeit, dass doch eine Situation geschaffen wird, in der Schüsse an der Grenze nicht mehr vorkommen und Menschen nicht mehr zu Schaden kommen? Na, wissen Sie, ich möchte nicht über die Schüsse sprechen, denn in der Bundesrepublik fallen so viele Schüsse täglich, wöchentlich, monatlich und so weiter. Die möchte ich nicht abzählen, ja.